Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe diese Woche gerade eine Themenwoche für euch. Und zwar ist es die HelloFresh-Woche. Wir starten gerade mit dem ersten Video. Und im heutigen Video geht es darum, was ist HelloFresh, wie funktioniert es genau und was für Möglichkeiten hat man beim Bestellen. Am Mittwoch geht es um meine eigenen Erfahrungen. Dort werde ich erzählen, bin ich zu Schlag gekommen mit diesen ganzen Rezepten. Was war für mich schwierig, was habe ich sehr gut gefunden und ist es einfach gewesen zum Kochen. Und am Freitag werde ich euch einfach mal mein ganzes Fazit mitteilen. Habe ich eine gute Sache gefunden? Habe ich keine gute Sache gefunden? Würde ich es weiterempfehlen? Und würde ich es wieder bestellen? Der schlaue Zuschauer hat jetzt gemerkt, dass das eine Kooperation ist, weil hier oben ist es gerade eingeblendet. Ja, diese Box ist mir kostenlos zur Verfügung gestellt worden von HelloFresh. An dieser Stelle danke viel mal, dass ich diese Box durfte testen. Was mir einfach wichtig ist, alle Meinungen zu HelloFresh sind meine eigenen. Also mir ist nicht gesagt worden, ich muss eine positive Meinung abgeben. Wenn ich etwas gut finde, dann finde ich es gut. Und wenn ich etwas nicht gut finde, dann finde ich es wirklich nicht gut. Gut, ich glaube, keine Firma sagt mir, hey, sag etwas Schlechtes. Ja, Simi, gut. Ja, als erstes, was ist HelloFresh? HelloFresh ist im 2011 in Deutschland gegründet worden und in der Schweiz gibt es noch nicht einmal ein Jahr. Und darum habe ich erst recht sehr gefreut, dass ich diese ganze Box mal ausprobieren durfte. Und wir schauen uns jetzt mal an, was es überhaupt für Boxen gibt. Ich blende euch hier jeweils einblenden. Wir haben hier zum einen mal die Veggie-Box und da ist schon die erste Frage geklärt. Ja, es ist auch etwas für Leute, die kein Fleisch essen oder nicht so gerne Fleisch essen. Dann haben wir die Express-Box, das heisst, die Box ist für Leute, die nicht so viel Zeit haben zum Kochen und durchschnittlich hat man hier 20 Minuten pro Gericht. Bei der Explorer-Box haben wir ein bisschen ausgefallenere Rezepte und dort haben wir eine Kochzeit von ca. 40 Minuten. Dann gibt es noch die Family Box und in dieser Family Box hat es Rezepte für Familien mit Kind und auch Kinder können da beim Kochen mithelfen. Die durchschnittliche Zeit beim Kochen ist etwa 30 Minuten. Jede Woche ändert das Rezept von HelloFresh, das heisst, wenn ihr ein Abo gelöst habt, dann habt ihr nicht zweimal hintereinander die gleichen Rezepte. Wie das genau funktioniert mit Abo und Probierboxen, das erkläre ich euch gerade nachher. Im Internet könnt ihr übrigens nachschauen, welche Rezepte gerade aktuell sind, welche Rezepte nächste Woche oder übernächste Woche dran sind. Und so könnt ihr euch auch wirklich auf die Rezepte einstellen. Die Internetseite von HelloFresh ist unten dran in der Infobox verlinkt, aber es ist eigentlich sehr einfach, hellofresh.ch. Wie geht es jetzt mit dem Bestellen? Wenn ihr eine so eine Box ausprobieren wollt, dann habt ihr die verschiedenen Probierboxen, die ihr bestellen könnt. Und dann könnt ihr einfach ein einziges Mal so eine Box geliefert über und dann könnt ihr immer noch entscheiden, wenn ihr nachher wirklich ein Abo lösen oder nicht. Wenn ihr aber direkt eine Box bestellt, dann habt ihr ein Abo gelöst. Das heisst, ihr könnt nachher jede Woche so eine Box zugeschickt über mit 3 Rezepten. Ihr könnt aber auch jederzeit eine Pause machen, also wenn ihr in die Ferien geht oder wenn ihr wisst, dann bin ich einfach nicht wirklich daheim, dann könnt ihr einfach ganz easy euch dort melden und die Box abbestellen für die Woche. Also wirklich einfach unterbrechen. Könnt ihr immer auf die nächste Kalenderwoche. Jetzt ist sicher die Frage, wann kommt denn diese Box? Diese Box kommt jeweils am Dienstag oder am Mittwoch und ihr habt 3 verschiedene Tageszeiten, die ihr auslesen könnt, wenn ihr die Box in Empfang nehmen wollt. Ihr habt einerseits, jetzt muss ich schnell ein bisschen ablesen, einerseits am Morgen vom 6:30 bis am 9 Uhr oder vom 9 Uhr bis am 5 Uhr. Das ist gut für Leute, die wirklich einfach von daheim aus arbeiten oder Hausfrauen sind. Oder am Abend vom 5 Uhr bis um 8 Uhr. Also ihr habt wirklich ein riesiges Zeitfenster, das ihr könnt auslesen könnt. Oder wenn ihr einfach wisst, dann kommt die Box. Wenn ihr zum Beispiel nicht daheim seid, könnt ihr die Box auch ganz einfach zu euch ins Geschäft bestellen. Und ich finde das eigentlich noch lustig. Je nachdem, was man schafft, wird es noch ein bisschen tricky. So, hallo, da ist HelloFresh, ich habe da eine Box für euch. Ja, zusammengefasst, die HelloFresh-Box funktioniert so, dass ihr ein Abo löst. Das heisst, ihr könnt jede Woche, entweder am Dienstag oder am Mittwoch, die Box zugeschickt über mit der Post. Und ihr könnt auslesen zwischen verschiedenen Boxen. Also da habt ihr einerseits die Veggie-Box, dann habt ihr die Explorer-Box, die Express-Box oder Family-Box. Genau. Und ihr könnt auch auslesen, wie viele Personen das hier essen. Und das ist eigentlich eine relativ easy Sache zum Auslesen und zum Bestellen. Ja, oder ihr könnt einfach das mal testen für einmal, also für eine Woche, sprich für einmal 3 Rezepte. Genau.
Ihr findet die ganzen Informationen und auch häufig gestellte Fragen auf der Internetseite von HelloFresh unter hellofresh.ch. Und ich habe es, glaube ich, schon einmal gesagt, unten in der Infobox ist das verlinkt, die Adresse. Ist die verlinkt. Genau. Also, das wäre es eigentlich jetzt schon wieder gewesen. Und dann treffen wir uns dann im nächsten Video wieder zu HelloFresh. Und das ist am Mittwoch. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ganz einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen schönen Tag. Wenn auch immer ihr das Video geschaut habt, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!